Was geht? Hi, wir machen ein paar unangenehme Fragen. Sascha ist mit dabei, Max mit dabei. Alright, ich würde sagen, ich habe die Frage noch nicht gesehen, ich mache sie mal auf. Und die kommen jetzt von Tobi. Die kommen von Tobi tatsächlich, der hat die sich gerade ganz kurz ausgedacht. Und es ging extrem schnell und ich sehe jetzt schon die erste Frage und es ist absolut nasty. Ist es gut, wenn es nasty ist? Ja, es ist, man kann es, sag ich mal, so umschreiben, das ist immer noch werbefreundlich, das kriegen wir hin. Also ich glaube, wir haben hier einen Profi an Bord, der es immer wieder schafft, seine Videos trotz allen Dingen werbefreundlich zu gestalten. Also ich glaube, das kriegen wir hin. Frage Nummer 1. Hast du schon mal versucht, dir selber einen zu... Ach, so nasty wird das jetzt hier, ja? Ja, ja. Ja, so also... Der Versuch, sag ich mal, ne, ist ja nicht strafbar. Soll ich mal als erstes darauf antworten? Ja, mach ruhig mal, Sascha. Bei mir ist es ein Nein, hä, what the f***? Warum? Also, ich weiß auch nicht, also ich habe jetzt vor eingeschränkt wegen Schlüsselbein, aber ich würde auch so nicht weiter runterkommen. Nee, also same, ich glaube, selbst same. Halt, also es ist halt nicht möglich, oder? Nee, ist geht nicht es möglich. Überhaupt? Nee. Es geht, glaube ich, wenn... probiert. Ja, ich habe es gerade probiert, klappt nicht. Alter, aber Sascha macht das unerwartet gut. Ja, ich, Junge, ja. Ja, weil ich auch nicht, was soll mich da blocken bei mir? Da gibt's ja nichts, was ich blocken kann. Ah, smart. Ja, da ist kein Bauch oder so, ne? Ja, stimmt schon. Okay, Frage Nummer 2. Würdest du für immer Single sein oder jetzt sofort mit allen Social Medias aufhören und sie nie wieder benutzen? Ich glaube, Sascha ist sowieso gerade kurz davor. wenn kann jemand gerne von euch zuerst anfangen? Auf jeden Fall bleibe ich für immer Single. Ja, bei mir auch. Ich meine, Nico lebt ja das Leben schon ganz gut vor als Single, sag ich mal. Ja, deswegen aus meinem engen Freundeskreis weiß ich aus Erfahrung, dass es sehr gut funktioniert. Ja, ja, glaube ich auch. Jetzt ist bei Max die Frage natürlich. Immer von dort, von wo die Pistole auf die Brust gehalten wird. Wenn Twitch sagt, yo, du musst Single sein, um weiter streamen zu können, würde ich Twitch verlassen. Und wenn meine Freundin sagen würde, yo, du musst mit Twitch und YouTube aufhören, dann die Freundin verlassen. Smarte Antwort, oder? Ja, wenn beides gleichzeitig passiert. Hä? Immer also von Max, da, wo es... Max, also, du bist mir, so meines Erachtens nach, bist du da ein bisschen um die Frage herumgelaufen gerade. Ach so. Das ist eine dumme Antwort. Ich würde auf jeden Fall lieber Single bleiben. Was war dein peinlichstes Erlebnis jemals beim Geschlechtsverkehr? Also wirklich so overall Peinlichkeit, nicht zu überbieten. Sehr unangenehm. Frage schon mal gestellt bekommen. Mhm. Bei mir ist jetzt, dadurch, dass ich jetzt nicht so oft hatte, ist bei mir jetzt noch nicht so was Peinliches passiert. Ich habe wahnsinnig oft Nasenbluten. Und ich hatte halt mal während ich quasi oben war, Nasenblut bekommen und dann ist halt... Mhm. Ja gut, aber das ist ja okay. Das ist in Ordnung, oder? Ja, ja. Hast du schon mal eine irgendwie aus Versehen zerdrückt oder so? Irgendwas? Nee. Okay. Ich kam mal, das war irgendwie direkt nach einer Party und ich musste dabei, also ich war auch stark angetrunken. Wie alt war ich da? 16 oder so. Und dann habe ich mich übergeben. Aber ich bin noch rausgelaufen vorher. Klassiker, ja, oder? Ja. Habt ihr noch nie gekotzt von nach einer Party irgendwie? Nein? Sascha, du? Also wenn ich... Nach einer gekotzt von Alkohol? Ja. Na klar. Ja, aber währenddessen oder dann direkt dabei. Ach so, nein. Keine Ahnung, also wenn mir halt so übel ist, dann kann ich ja nicht, weißt du? Nein, ich habe immer ein Bein vom, habe ich immer vom Bett runter. Anker, wichtig. Ja, Anker gelegt. Bei dir war es wahrscheinlich jetzt auch wieder auf der Realschulfahrt, oder? Das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, das ist, kann ich sogar erzählen, das ist mit Jody passiert tatsächlich. Kannst du das so offen beantworten jetzt? Ja, mein Gott, ich habe mir aus Versehen mal selber in den Mund injiziert. Ja? Stille. Proteine. Ja, richtig, Proteine. Genau. Das ist Recycling, sag ich mal, ne? Okay, Frage Nummer 4. Hast du einen Fetisch? Max? Ich glaube, ich hab verschiedene Dinge, die ich halt nice finde, so. Aber ich würde jetzt nicht sagen. Ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Dominanz und sowas halt zeigen und so. So ein Shit. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein Straight-up-Fetisch ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich stehe auf Füße so. Oder sowas. Das habe ich nicht. Hat jeder einen Fetisch? Bestimmt irgendwo. Vielleicht. Also, ich glaube, jeder zumindest Vorlieben. Ich weiß halt nicht, wo eine Vorliebe sich zum Fet ist, abgrenzt. Weißt du? Sascha? Ja, ich finde die Fragen an der Stelle erstmal recht chillig. Da auf jeden Fall nochmal Grüße. An Tobi, ja. An Tobi, super Tobi. Tobi, Kuss geht raus. Fetisch würde ich jetzt auch nicht sagen. Wenn ich so an Fetisch denke, dann denke ich immer so an was, keine Ahnung, dass man wie so eine Maske aufhat oder sowas Verrücktes. So, daran denke ich immer sofort. Das ist bei mir halt nicht der Fall. Ich bin da auch relativ normal. Ich finde verschiedene Dinge ästhetisch so an einer Frau, die ihr vielleicht auch ästhetisch findet. Aber dass ihr jetzt sagt, so darauf fahre ich jetzt voll ab. So ist Sascha hat Brüste-Fetisch. Wow, voll der Fetisch, ne?
Ich glaube, Max hat gern Geld in der Hand währenddessen. Das können wir uns so vorstellen, so schön. Pokémon Opening so oder sowas. Pokémon-Karten, ja. Weil Max muss immer Glurak daneben liegen. Boah, ich fände es so krass, Max, wenn du einfach sagst, dass du so Ritterrüstungen oder sowas voll geil findest. Nee, ich habe leider. Ich wünschte, ich hätte irgendwas, aber ich gehe da mit Saschas Antwort mit. Ich habe einen Frauenfetisch. Wow, Sascha, wow. Hey, warum sagst du zu mir, wow, du gehst in meiner Antwort mit, ist doch cool. Gibt es eine Sache, die du in deinem Leben ändern könntest? Was wäre es? Also, die du jetzt sofort ändern könntest, wo du jetzt einfach so sagst und sagst, okay, das ist jetzt geändert, so, ich bin jetzt ein anderer Mensch oder ich habe jetzt das und das mehr oder weniger oder bin das und das Ding los oder so. Wieso lacht Sascha so sehr? Hat er so eine Sascha, große Wunschliste? Ja, nein. Sascha nein, hätte nein. gerne Ich will nicht in den Chat schauen, weil da gibt es bestimmt so eine Sache, die ich auf jeden Fall ändern könnte, aber ihr dürft gerne zuerst antworten. Ich hätte jetzt auf ein Fingerschnipsen ein heiles Schlüsselbein. Das ist alles. Geht noch mehr? ein Eis. Ja, das ist sehr kurzfristig gedacht, aber ja. Wenn ich eine Sache ändern könnte, das fände ich chillig, wenn der Tag 2 Stunden mehr hätte. Wenn man einfach mehr Zeit hätte. Oder einfach organisiert zu sein. Das wäre eine geil. Antwort. Ey, Sebastian, sorry, dass dein Tag schon um 6 Uhr morgens anfängt, du erstmal verschiedene Kurse checken musst, dann zum ersten Immobilie los musst. Das ist ein Tag mehr als 24 Stunden. Was ist das für eine Antwort? What the fuck? Fühle ich aber. Oh, nice, okay. Du hast 2 Stunden mehr. Oh mein Gott, okay, sorry, ihr Hustler. Also ich muss erstmal sagen, Eis wäre jetzt richtig geil. Ich habe sogar noch, glaube ich, ein Eis da. What, und flex, ich hätte gern mehr Bart. Echt? Ja. Ey, aber ich hatte mit 24. Stimmt, null bei dir ist Bart. Alles gekommen im Lockdown. Und jetzt ist übel. Wie alt bist du jetzt, Sascha? 26. Oh. Kommt ja keiner mehr. Es war so ehrlich. Das ist die Grenzen. Das war's. Sind wir alle 26? Ach nee, Revi ist 29. 28, ne? Oder? 28. Noch 28. Ja, Dezember, ne? Was war das teuerste Unnötige, was du dir jemals gekauft hast? Also ich glaube, da kann ich für Max und für mich sogar antworten. Eine Uhr. Weil eine Uhr, also eine 20-Euro-Uhr zeigt dir auch die Zeit an. Zeigt dir aber im Wert. Ach so. Hält ja, ne? Keine Ahnung, ich müsste bei mir wirklich echt lange überlegen. Das letzte, teuerste, was ich mir gekauft habe, ist tatsächlich so ein Louis Vuitton Weekender. So ein Bag, wo man, ist einfach eine Tasche, die 1600 Euro kostet, wo du halt Sachen mit transportierst. Das ist eine gute Antwort. Das ist eine richtig gute Antwort. Aber ich würde sagen, dass die nicht unnötig ist, weil ich die ganze Zeit benutze und ich finde die schön und ich nutze die. Aber eine Tasche von Louis Vuitton für 1,6? Ist unnötig. Ich denke, ist nicht gekauft, aber der GTC, so im Hardcore-Lockdown, wo ich frisch nach Hamburg gezogen bin, der stand einfach nur in der Tiefgarage. Oh ja, okay. Ich habe den gar nicht benutzt, obwohl das ein Traumauto war. Da ärgere ich mich heute noch. Das war doof. Aber konnte man natürlich nicht wissen, ne? Ich dachte, geil, Sommer, alles ist geil. Und dann ist einfach Lockdown des Grauens, man fährt nirgendwo hin. Ich glaube, bei mir muss es dann so ein Pullover gewesen sein für 550 Euro. Ja, sowas habe ich auch schon mal gemacht. Das ist auch so das Ding, die findest du ja im Moment schön. Und klar kannst du das irgendwie relativieren, weil du verdienst ja auch Geld und so, wo du dir das rauslassen kannst. Aber im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, notwendig ist es nicht. Keine Relation. Warum schreiben eigentlich alle im Chat Sparky? Was ist Sparky? Wir hatten eine Challenge mit einem Level 1 Account in Clash of Clans und ich wollte nicht warten und ich wollte den Sparky ziehen. Das ist so die beste Level 1 Karte, die man haben kann. Mhm. Und im Schnitt kostet sie 60 Euro, bis du sie kriegst. Aber ich hatte einfach Pech und habe immer weiter ausgegeben, bis ich ihn nach 850 Euro bekommen habe. So, ich war dann... Hey, hört auf, eure Gesichter zuzuhalten. Das war trotzdem ein super Video. Das war ein super Video. Das war nicht unnötig. Ich hatte den Account danach auch nie wieder benutzt. Das an einem Tag gemacht. Ja, aber das Video hat über 2000 Euro eingebracht. Ja, okay. Also, gut. Es ist auch ein legendäres Video. Ey, das ist schon, eigentlich ist es schon pervers und ein Riesenprivileg, was wir haben. Du musst überlegen, absolut. Du machst das und gibst sehr viel Geld aus und eigentlich scheint alles scheiße. Und dann lädst du ein Video hoch und machst und über 2k damit Umsatz. Wieder Kohle. Ja. So, das kannst du eigentlich niemandem erklären, Mann. Du machst was Dummes und dann ist es, je dümmer es ist, desto besser ist es auch irgendwie. Ja, das ist halt ein Riesenprivileg. Das ist halt einfach stupid shit und die Leute fallen es aber ab. Ja. Okay, schließ die nächste Frage direkt an. Es sind 2 Fragen, die theoretisch anschließen. Die erste würde ich sagen ist, würdest du sagen, du hast mal wirklich eine ernstzunehmende Sucht bei FIFA-Packs oder sonstigen Dingen? War die Aussage, dass nur für Content eine Ausrede? Also generell eine Sucht. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich kann auf jeden Fall dafür mich sprechen. Ich war geisteskrank lange, war ich übertrieben süchtig nach Zocken. Also wirklich krass. So von 16 bis 20, muss ich ehrlich sagen, war eine kranke Sucht. Ich hatte fast schon Entzugserscheinungen, wenn ich nicht Warrock spielen konnte. Ja. Super viel Kohle da reingesteckt. Aber nachdem... Nichts mehr tatsächlich. Also auch alles andere, was du Suchtpotenzial hat mich nicht so gefixt irgendwie. Ja. Sascha, hast du was anderes außer... Ne, Sascha halt wahrscheinlich zocken und das war's doch dann, oder?
Und Zocken, was ist anderes mit Z? Ja, also bei mir sind es Dinge, sei es so als Jugendlicher gewesen, mit den Jungs so trinken. Ich glaube, wir haben schon so in der Jugend überregelmäßig oft getrunken so und danach kann man, glaube ich, auch süchtig werden so. Dann natürlich auch rauchen, was mega die dumme Sucht ist. Ja. Aber sonst, ich hatte auch mal... Du hast es halt alles hinter dir gelassen so. Ja, das Ding ist, es gibt auch positive Sachen, nachdem man süchtig werden kann. Zum Beispiel, als ich den Bass frisch bekommen habe, habe ich 2 Wochen lang nur Bass gespielt so, und war süchtig danach. Nice. Das gibt's ja auch so, das hat's auch gegeben, darf ich auch nicht vergessen. Max, was bei dir? Früher auch 16 oder 15 bis 20 zocken. Call of Duty ganz böse, viel zu viel. So viel zu viel Call of Duty gezockt. Dann auch irgendwann Clash of Clans, auch Party machen. Jedes Wochenende 2-mal. Ja, auch völlig ungesund. Über die Stränge gehauen, auch in so von 17 bis 20 oder so. Oder 21. Viel zu viel. Auch positive Sucht, Sport, kann ich jetzt nicht machen, fuckt mich ultra. Mega geil. Ich war nie nicht beim Sport, egal ob ich im Urlaub bin oder sonst wo, überall gucke ich, ob es da im Fitnessstudio jetzt mal ein bisschen was machen kann. Das gehört überall dazu, dass er auch wieder was tut ist. Ja, das ist, glaube ich. Wie fühlt es sich an, reicher als der Durchschnitt zu sein? Tendenziell, wenn man in Deutschland, Spitzensteuersatz bezahlt, also über 200.000 im Jahr macht, bist du reich. Und das ist bei uns allen der Fall. Und das ist deutlich mehr als der Durchschnitt. Wie fühlt sich das an? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, man muss halt immer den Bezug dazu haben und darf nicht vergessen, dass man dafür natürlich auch viel gearbeitet hat und viel getan hat. Und auf der anderen Seite ist es auch ein krankes Privileg und man muss halt immer sich vor Augen halten, dass es halt auch endlich sein kann. Und dass das sehr vielen Leuten zu verdanken ist und dass man dafür immer dankbar ist. Dieses Geld einem sicherlich Freiheiten erkauft, die nice sind. Aber ihr wisst es, mehr Geld, mehr Kopfschmerzen. Aber wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Fühlt es sich anders an, als früher zu leben? 99,9% der Zeit denkt man da nicht dran. Hat man das gar nicht sagen, so du denkst ja nicht aktiv die ganze Zeit darüber nach. Ne? Oh, ja. Ich habe so viel Geld, was mache ich jetzt? Oh Gott. Nee, richtig. Ist auch, ich glaube, gerade in unserer Branche ist halt auch alles irgendwie so vergänglich. Deswegen, ich glaube, man macht sich halt wirklich nicht irgendwie Gedanken darüber, sondern will einfach weitermachen und hofft, dass irgendwie der ganze Moment, also so wie es jetzt gerade ist, immer weiterhin klappt. Deswegen, keine Ahnung. Und ich glaube, bei uns ist so der Unterschied, wie bei auch wahrscheinlich bei einem Musiker oder so. Wir haben das ja alle nicht aus finanziellem Interesse gemacht. Wir haben alle angefangen damit, weil wir Bock drauf hatten. Ja. Und als ich zum Beispiel angefangen habe, gab es fucking kein YouTube-Partnerprogramm und so, weißt du? Wie lange macht ihr das beide? 2012, jetzt 2014. Sascha war auch noch überfrüh im Game, du auch eigentlich. Wir haben ja alle angefangen, weil wir einfach nur fucking Nerds auf unserem Gebiet waren und wir einfach Bock hatten, den Shit so durchzuziehen und zu machen. Nicht gesagt haben, jetzt lade ich das Video hoch und mache jetzt damit 20.000, weißt du, und will nicht mehr arbeiten. Das war ja nie der Ansatz. Oh, ich wollte unbedingt 250 Euro monatlich verdienen, damit ich nicht mehr Pizza austragen muss. Das war ganz groß mein Ziel auch. Okay, das ist aber was Nahbares. Du hast aber nicht gesagt, okay, ich mache jetzt damit 40 Mio oder so. Weißt du, was ich meine? Du hast dir nicht ins Ziel gesteckt, dass du das ist richtig. Hoch ist, ne? Ja. Alright. Letzte Frage. Wie viele Partner hattest du bereits sexuell? Kann ich nicht sagen. Also klingt super dumm. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, es sind so viele oder so. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Ich habe einfach nicht nachgezählt. Ganz grob, so in 100er Steps. Nein, ey. Ganz ehrlich, ich glaube, es sind maximal 30. Ja. Ja. Ich finde das nicht viel für mein Alter. 28. Wenn man überlegt, man hat mit 4 angefangen. Ja, gut. Oder? Okay, Sascha? Ja, Max, ich lass dir gerne den Vortritt. Ist auch, also, wo ist Sascha hin? Wo Sascha bückt sich aus dem Bild? Ab wann einfach geschlafen? Also so zum Beispiel, wenn du, wieso lachst du? Ich muss das mal definieren. Nein, weil ich so schön finde, weil wir einfach vom Typ da jetzt gleich sind einfach. Und ich würde es genauso machen, wie du es gerade machst. Okay. Ja, ihr müsst ja also nicht, ne? Also, du hast die Frage doch schon mal beantwortet. Ja, es ist die Frage, wo ist... Was ich habe jetzt bei dem habe ich jetzt halt auch mit einbezogen, wenn man halt mal irgendwie keinen Geschlechtsverkehr hatte, aber halt auch andere Dinge. Sexueller Intercourse, so trotzdem passiert es. Okay, das auch. Dann vielleicht so 7 bis 8. Okay, ist eine gute Zahl. Darf aber nicht, also was heißt, ist eine gute Zahl? Ist super schwierig, das zu werten, aber du bist ja auch jemand, der super lange in der Beziehung gewesen ist, weißt du? Genau, und also, früher hatte ich halt lange blonde Haare. War das ein Pluspunkt? Achso, okay. Nein, das war schon... Also ich bin unter Max an der Zahl. Aber das ist ja dann auch eine Sache, die dann zeigt, dass für dich das eine ganz andere Intimität halt hat, weißt du? Also das ist ja nichts Schlechtes, so, das finde ich... Ja, überhaupt nicht. Naja, 0 finde ich schon schlecht. Oh, Martha! Null ist gut. Ich hab da noch nicht geheiratet. Null ist in Ordnung.
Ja, die Frage ist super dumm, hat auch keiner gemacht. Hast du schon mal die Dusche gekackt? Nein, nein, natürlich nicht. Vielleicht aus Versehen, aber jetzt nicht mit Absicht. Aus Versehen? Wie passiert? Ja, du niest oder so und dann passiert's halt. Ja, du merkst doch dann, dass du dann scheißt, oder? Aber also, jetzt nicht. So, ich sag's jetzt, ich sag's einfach direkt, wie es ist, okay? Ja, ja. Jetzt kann ich auch mal, auch hier mal jetzt auch was erzählen, weil es so ist. Wir haben schon mal, das waren einzelne Duschkabinen, allesamt voller Absicht und vollsten Bewusstsein. Klingt jetzt erstmal weird, aber langfristig macht's dann schon Sinn. Alle voll in die Dusche gekackt, jeder an und für sich. War, jetzt klingt doof, aber wir hatten so Soft-Air-Waffen, kennst du, ne? So, ne? Womit man sich gegenseitig abknallt. Das waren wir in so einer riesigen Ruine, das war super weit abgelegen und da haben wir uns dann immer Soft-Air-Schlachten gemacht, ultra krass. Und ja, da war weit und breit nichts, das war völlig abgelegen. Okay. Und wir mussten alle scheißen und das war halt völlig Ruine, da war nichts mehr. Ihr musstet und wir haben geguckt, so, sind hier Bäder, ist hier irgendwas? Nee, hier ist kein Bad, da ist nur so ein Waschraum, so ein Duschraum. Und da gab es halt einzelne Kabinen, aber es war völlig alt. Und dann haben wir alle dahin geschissen. So, wir waren 15. 15 waren wir. 15 Leute? Nein, wir waren 15 Jahre alt. Und wie viele Leute wart ihr? Ja, wir mussten zu dritt und die anderen fünf haben kurz gewartet. Fertig. Mhm. Einem also Chat muss schreibt, ich ganz klar... Einer im Chat schreibt, wie soll das langfristig smart sein? Er wartet ja, vorne. Ist ja auch so. Wo war der Punkt, ich check halt nicht. Ja, bevor du dir in die Hose scheißt. Ja, das ist voll normal. Ja, das ist auch, wenn du wandern gehst ja, du dann auch, scheiße, wenn du dringend musst, irgendwo neben dem Baum. So. Das ist ja, das ist seit 15 Jahren verlassen worden. Das ist nichts. Eine Ruine scheiße ist auch voll normal. Ich würde sagen, wir sind durch. Das war sehr geil. Danke für eure Offenheit. Ey, das waren gute geil. Fragen, Mann. Dankeschön. Danke, Tobi, an der Stelle dafür. Danke, ja, Tobi, danke, für die Tobi. Frage. Auch die letzte Frage war echt gut. Ja. Danke, Max, mal für den Spruch mit der Null. Danke, Max. Oh, danke. Vielen Dank. Kein Problem. Dankeschön.